Und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Michelle und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute das erste Projekt zu meinen Washi Weeks. So viel habe ich tatsächlich dafür noch nicht gebastelt, aber ich habe mir gedacht, wir fangen jetzt einfach mal an, sonst wird das nie was. Und ich zeige euch diese super tolle nautische Geburtstagskarte. Ich habe angefangen mit meinem Aufleger und mit meinem schwarzen Aquarellstift und mache da einfach ein paar Sprenkel drauf. Maße findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Und dann habe ich mir passend zu meinem Motiv einfach Washi-Tape ausgesucht. Das ist zum einen diese große Box vom Action. Die klebt nicht so wirklich gut, deshalb helfe ich da immer mit Flüssigkleber nach, damit das richtig haftet. Dann habe ich noch eins, ich glaube, das war von Paper Poetry. Das kriegt man ja so bei Ideen mit Herz. Das habe ich mal geschenkt bekommen. Und dann ist noch ein Washi-Tape dabei aus der Kollektion vom Teddy, das, was ich mir erst vor ein, zwei Wochen gekauft habe. Die habe ich einfach miteinander kombiniert. Und ihr wisst ja, wie immer könnt ihr das nehmen, was ihr habt. Und solltet ihr kein Washi-Tape haben, könnt ihr diese Karte auch trotzdem super nachmachen, indem ihr einfach euch Reststreifen, Papier, Motivpapier zusammensucht und die so anordnet, wie ich das hier auf der Karte gemacht habe. Also das ist wirklich ein Design, was ihr mit allem Möglichen gestalten könnt, mit all dem, was ihr habt, mit allen euren Stempeln, allen euren Washi-Tapes oder Papieren. Also da habt ihr jede Menge Möglichkeiten. Und das ist ja das, was ich so, so gerne zeige, weil einfach jeder dann gucken kann, was ihm gefällt, was er gerne mag und das in seinem Projekt mit einbinden kann. Hier gehe ich dann nochmal in der Mitte drüber mit diesem schmalen Washi-Tape. Ich fand das einfach ganz schick. Guckt einfach mal, was ihr so habt an Größen und kombiniert das einfach wild miteinander. Dann habe ich dieses Stempelset benutzt. Das habe ich mir auch letztens erst beim Action gekauft und ich liebe ja so nautische Motive. Und das stempel ich mir jetzt einmal auf den Cardstock, mit dem ich gerne ja, mit Alkoholmarkern koloriere. Und da habe ich euch mal ein bisschen näher rangeholt. Ich fange mit einem dunkleren Grau-Blauton an, die Schatten zu malen und mit meinem hellen Grau gehe ich dann drüber, um das Ganze ein bisschen auszublenden. Auch da könnt ihr farbtechnisch natürlich alles nehmen, was ihr habt, was euch gerne gefällt. Ja, koloriert habe ich jetzt schon so oft, aber die grundlegenden Dinge ist immer die Schatten einzeichnen, dann mit der helleren Farbe drüber gehen und ausblenden. Ich habe hier BG3 von den Twin-Markern und IG2 von den Spektrum Noir-Markern genommen. Und das ist wirklich nicht schwer. Gerade solche Motive sind super einfach. Die habe ich ausgeschnitten und dann habe ich mit meiner Crop-A-Dye einfach das Loch oben ausgestanzt. Das geht einfacher mit einer Lochstanze, als wenn ihr da mit der Schere anfangt. Auf meinen Aufleger mache ich 1 mm Foam Pads. Ich verstärke das wie immer mit Flüssigkleber. Und meine Kartenbasis falte ich noch einmal in der Mitte. Wie gesagt, Maße findet ihr natürlich unten in der Infobox. Und dann kann ich den Aufleger auch auf die Karte aufsetzen, einmal nachfalzen. Das ist jetzt mein zweites Video mit meinem neuen Schnittprogramm und ich teste immer noch hier und da. Deshalb, wie gesagt, das dauert ein bisschen, bis ich mich komplett eingefunden habe, dass alles passt. Aber ja, so ist das nun mal, wenn man mit neuer Technik arbeitet. Wie gesagt, setze hier nochmal Flüssigkleber drauf, weil das die Foampads vom Action sind und die doch relativ schnell ihre Klebkraft verlieren. Ihr könnt natürlich auch das Washi-Tape auf die linke Seite machen. Das sieht auch sehr schick aus. Ich habe noch weitere Beispiele für euch. Und wenn ihr von den Beispielen gerne nochmal etwas sehen wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann gucke ich mal, ob ich nochmal das ein oder andere Motiv machen werde. Das nächste Video, ich hoffe, ich schaffe es Dienstag, sonst Donnerstag, wird auch mit diesem selben Layout, aber mit einem anderen Stempelset nochmal sein, weil ich euch gerne die Vielfalt von dieser Technik zeigen möchte. Hier habe ich mir jetzt einen Spruch rausgesucht. Das ist ein altes Papierprojekt-Stempelset. Ihr nehmt wie immer das, was ihr habt. Das ist bei der Karte super. Ja, ihr müsst auch nicht selber kolorieren. Ihr könnt euch auch Motive ausschneiden, die schon im Motivpapier sind. Also da gibt es wirklich jede Menge Möglichkeiten. Und wenn ich das gemacht habe, gucke ich, wo mein Spruch hin soll.
schon mal so ungefähr, und habe mich dann entschieden, das Ganze nochmal mit einem Stückchen Schwarz zu matten. Ich klebe das einfach in die Ecke und versuche das so gerade wie möglich mit der Schere auszuschneiden. Ihr wisst ja, ich und gerade, das passt nicht immer zusammen, aber ich hatte jetzt keine Lust, noch meinen großen Hebeschneider rauszuholen. Deshalb mache ich das einfach mit der Schere. Dann schiebe ich das nochmal ein bisschen hin und her. Das ist immer der Vorteil von Flüssigkleber. Und dann mache ich außen 2 mm Foampads und in der Mitte ein 1 mm Foampad, sodass sich das von der Höhe dann ausgleicht und nicht irgendwie wackelt. Um den Anker binde ich jetzt noch eine kleine Schleife, einfach mit einer weißen Kordel. Nichts Aufregendes, ganz einfach. Hat sogar relativ gut vor der Kamera geklappt, sonst ist Schleifenbinden ja immer sowas, wo man ein bisschen Ruhe braucht, ein bisschen hin und her zuppeln, und dann schneide ich das mit meiner Stoffschere ab, Stoff- und Bänderschere, und dann passt auch das. Hier habe ich zur letzten Dekoration noch die Halbperlen vom Action verwendet. Einfach ja, zwei Größen, drei Perlen auf die Karte verteilt. Ich hatte so ein bisschen Probleme mit meiner Pinzette, aber das lag an meiner Bedienung und nicht an der Pinzette. Und dann ist die Karte auch schon fertig. Ihr werdet jetzt im Anschluss gleich noch die anderen Modelle sehen, die ich mit diesem Stempelset und der Technik gemacht habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Technik haltet. Wenn ihr das nachmacht, verlinkt mich gerne auf Instagram oder schickt mir eine E-Mail mit einem Foto. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir sind kurz vor den 4000 Abonnenten. Ich freue mich total auf die Aktion zu 4000 Abonnenten und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, bis dahin. Tschüss.